Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Meinerseits ohne Intro geht's wie immer direkt los. Viel Spaß! Yo Leute, ich habe ja das GPD Win 3, einen Gaming-Laptop für die Hosentasche, integrierte Tastatur und Maus für Spiele mit Maus und Tastatur, beispielsweise Fortnite und viele andere, Steam, EA, Epic Games, Games, Origin Games, Android-Spiele, Battle.net, also WoW und all das. Für das kann man das Gerät benutzen. Man kann alle Konsolen von früher darauf emulieren. Und liebe Leute, heute lade ich den Emulator für Nintendo Switch herunter. Und zwar habe ich mich für Yuzu, also Chuzu, entschieden, den Emulator mit der geringsten Latenz. Und so kann ich zum Beispiel Super Mario Odyssey draußen zocken oder in der Bahn, Bus, Tramli, überall. Und jetzt ist es so. Retro-Spiele wie Nintendo 64, wie PS1, 2 und 3, wie alte Xbox 1, Xbox 2, Xbox 360 und. Die brauchen weniger Energie und Strom, aber mit neuesten AAA-Titeln, also AAA-Games, das bedeutet GTA 5 und die neuesten Spiele halt mit mehr Leistung, Grafikeinstellungen höheren und mehr CPU-Auslastung. Dafür hält der Akku zwischen 1,5 bis 3 Stunden. Wenn man Pech hat, ist nach 1,5 Stunden Schicht im Schacht. Ich habe jedoch Windows 11 geupgradet von Windows 10 und mit Windows 11 ist das Ganze noch besser einzustellen, die Energie, und so bekomme ich 2 Stunden raus bei zum Beispiel GTA 5 Online oder ja, wie auch immer. Jedoch, wenn man länger mit der Bahn, mit dem Zug, Bus etc. reist, reicht das natürlich überhaupt nirgendwo hin, wenn man eben aufwendige Spiele damit zockt. Deswegen habe ich mir die fetteste, neueste Powerbank geholt auf dem Markt. Eine USB-C Powerbank mit 130 Watt. Das reicht für 10 Mal ein Smartphone der neuesten Generation von 0 auf 100% zu laden oder einen Laptop-Notebook 1,5 mal voll zu laden. Und dann steht hinten abgebildet, für was beispielsweise man die Powerbank benutzen kann. Smartphone, Tablet, Laptop, Kameras und Konsolen. Wie die hier. Also das fällt unter Notebook und Handheld. Und dann steht auf Deutsch: Die XP3 Powerbanks weisen ein durchdachtes Design, hochwertige Materialien und erstklassige Spezifikationen auf. Dank eines leistungsstarken 130 Watt USB-C PD-Power Delivery Ein- und Ausgangs können Sie Ihr Smartphone, Tablet und sogar Ihren Laptop überall aufladen. Dann steht Spezifikationen. Batterie ist 27.200 Milliwattstunden. Das sind 98,9 Wattstunden Lionen Batterie. Output, also Ausgang, einmal USB-C PD Power Delivery 100 Watt, also 100 Watt Ladeanschluss, einmal USB-C Power Delivery 60 Watt und zweimal USB Quick Charge, also Schnellladeanschlüsse für USB 3.0, also solche Anschlüsse. Und dann Output total 130 Watt, Input Eingang USB-C Power Delivery 100 Watt, also ihr könnt das Ding mit 100 Watt aufladen und die Powerbank ist von 0 auf 100 in unter einer Stunde, vielleicht nicht mal oder noch viel weniger. Dimensionen 179 x 92 x 23 mm, Gewicht 558 Gramm. Also das hier, das GPD Win 3 hat
550 Gramm Gewicht. Die Powerbank hat sogar 8 Gramm, 58 Gramm mehr auf der Waage. Und including, also in der Verpackung, zweimal built-in removable USB-C Power Delivery Cable und zweimal USB to USB-C und manual, also Anleitung. Hier hat es einen QR-Code, um mehr darüber zu erfahren. Und die Website von X-Torm ist auch dabei. Dann steht 2 Jahre Garantie sowie ergonomisches, umweltgeschütztes Design. Und hier steht Laptop Ladespeed. 30 Minuten Charging a Laptop mit X-Torm 100 Watt Charging. Das heißt, ihr bekommt euren Laptop in 30 Minuten auf 50% von Null. Und somit habt ihr in 60 Minuten einen Laptop auf 100%. Und dann steht hier auf der Seite 10-mal eben ein modernes Smartphone von 0 auf 100, 2,5-mal ein neueres Tablet und 1,5-mal einen rechnungsstarken Laptop. Only Laptops with USB-C, das heißt nur MacBooks, die neuesten und die neuesten Windows-Laptops werden unterstützt. Es steht außerdem Features 4 Outputs, also mit 4 Eingängen, Ausgängen zum Laden, USB-C Power Delivery, ohne PD, also Power Delivery, würde eine Powerbank so ein Gerät nicht laden können. Dann steht Airport Proof, also um im Flugzeug zu nutzen, geeignet. Und zweimal Removable Cable, also zwei Ladekabel. Hier steht Charge Faster, Go Further, also lade schneller, geh weiter. Dann haben wir, ja, das war's. Und das ist sie. Hier habt ihr einen Einblick. So groß ist die Powerbank. Und eben über 550 Gramm. Das heißt, das Ding und die Powerbank mit sich rumschleppen unterwegs ist unmöglich, weil beides zu schwer ist. Und ja, deshalb verwende ich nicht die mitgelieferten kurzen Ladekabel, sondern ein 2 Meter Thunderbolt 4 Kabel, das hier im Lieferumfang war. Und tue die Powerbank in eine Tasche oder Rucksack verstauen, schließt das 2 Meter Kabel an und lasse das Kabel aus der Rucksacktasche rauslampen und lade das Ding, ohne dass ich die Powerbank auch noch schleppen muss. Ja, und schauen wir es uns mal an. Ich habe schon aufgeschnitten. So, jetzt kommt das Unboxing. Hei, hei, hei. Ach, hier hat es ein Dings zum Ziehen. Hier kann man ziehen. Seht ihr das? So, und das ist sie. Die Powerbank. Ready to go, also bereit zum Loslegen. Und hier ist die Beschreibung, Anleitung. Die ist ziemlich umfänglich. Hier haben wir ein Ladekabel, um die Powerbank mit Strom zu versorgen. Einmal USB 3.0 auf USB-C. Und dann haben wir in der Powerbank auf der rechten Seite haben wir zwei USB-C auf USB-C Kabel, die in die Powerbank integriert verbaut sind. Und die kann man so wieder da verstauen. Aber ich nehme eben das 2 Meter Kabel, weil ich schleppe nicht über 1 Kilogramm mit mir mit. Und das Ganze fällt dann noch schnell runter. Man muss nur in jemanden reinspazieren und einen rammen oder streifen. Und beide Geräte fallen runter und sind kaputt. Und dann haben wir die ganzen Angaben in Output etc. auf der Rückseite. Rechts eben diese zwei USB-C auf USB-C Ladekabel. Hier ist die Power-Taste und hier die Ladeleuchte, wie viel Power die noch hat. Dann hat es
hier so ein Dings, wo man sie halten kann. Und es hat hier, um das Ding mit so einem Bundle zu fixieren, also einem Bändelein, aber das ist viel zu schwer, um es an einem Schlüsselanhänger oder so anzubringen. Und dann haben wir die zwei USB 3.0 Quick Charge Output 1 und 2 sowie Input-Output, also Ein- und Ausgang, Power Delivery 100 Watt. Das zweite ist auch Input-Output, also Ein- und Ausgang, Power Delivery 60 Watt. Ja. Und man kann alles auf einmal gleichzeitig verwenden. Also man kann entweder ein Gerät mit 100 Watt versorgen oder eins mit 60, eins mit Quick Charge oder noch eins. Man kann zwei, drei oder sogar vier Geräte auf einmal miteinander laden. Und das ist schon heftig. Aber die Power wird dann eingeteilt. Dann habt ihr zum Beispiel nicht mehr 100 Watt Power Delivery beim 100 Watt Eingang und auch nicht 60 Watt beim 60er, sondern es wird alles geviertelt und jedes Gerät von allen angeschlossenen 4, 3, 2 oder 1 wird halbiert oder eben geviertelt. Je nachdem, wie viele Geräte ihr gleichzeitig mit Strom versorgt, so ist das Ganze mit Auslastung geprägt. Also auf Deutsch, wenn ihr drei Geräte oder schon zwei oder gar vier auf einmal lädt, dann habt ihr nicht mehr so eine schnelle Lade-Watt-Leistung. Aber ein sehr nices Gerät gefällt mir, vor allem die integrierten zwei Ladekabel, aber die sind eben schon ein bisschen kurz. Versteht ihr? Also so quasi. Und das will ich eben nicht. Beides in der Hand halten, wenn ihr versteht. Ich möchte das 2 Meter Thunderbolt 4 Kabel verwenden und das Teil in meiner Tasche, Laptop-Tasche oder Rucksack verstauen. In meinem Bauchtäschlein wird es auch gehen oder in meinem Beutel, aber die Kabel sind mir zu kurz. Ist ein nettes Feature und nett, dass das dabei ist. Aber viel zu kurz. So, das ist meine Powerbank, meine neue Powerbank. Und ja, jetzt habe ich eine Powerbank, die 200 Franken kostet, 200 Tacken. Dafür lädt sie mit 130 Watt. Und das ist heftig, Mann. Das ist verdammt heftig. Und so kann ich das Gerät Minimum zweimal von 0 auf 100% laden unterwegs. Wenn nicht sogar dreimal auf 100%. So, das war's mit diesem Unboxing. Lasst mir gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und macht ein Abo, wenn ihr noch keines habt. Tschüss, liebe Leute, macht's gut.